sit in the Golf of Orlando cards. Because more than anything, what I have to do is to make. Also, ich Programm sehe, dass ich über ökologische und evolutionäre Aspekte reden will. Ich bin eigentlich auch gefragt worden, über Gartenpflanzen zu reden, Klimaänderung und auch Biodiversität. Also, das ist jetzt das Hauptthema. Und Sie haben ja schon in den letzten zwei, drei Vorträgen diese Pflanze gesehen: eine Zierpflanze, einen Palmbaum, die Trachycartes cortinae, die jetzt auch nördlich für Alpen oft gepflanzt wird. Eine Zierpflanze, wo es jetzt in Wirklichkeit nicht so zierlich ist, eigentlich ziemlich hässlich ist wie das. Aber wir wissen schon aus dem Sinn, dass es auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, über den Zaun springen kann und dann auch wild wachsen kann. Also, als erstes möchte ich jetzt einmal ein paar Leute bedanken. Das ist natürlich erstmal meine Arbeitsgruppe in Konstanz und auch auf die anderen Ergebnisse. Ich zeige auch ganz viele Zusammenarbeiten mit vielen Leuten, eigentlich zu viel, um aufzulisten, also ich danke Ihnen einfach so. Also, diesen Sommer war ich im Urlaub in Lago Maggiore gebiet und neben einem botanischen Garten, neben Stresa, hat es diese schöne Vegetation. Und wenn man den einmal genauer anschaut, dann sieht man, dort hat es eine Fitulaca americana aus Amerika, eine Robinia ceruacacia aus Amerika, eine Solidar Picanti aus Amerika, eine Buglea Davidiae aus Asien, also sehr internationale Gemeinschaft. Und das ist nicht nur ein lokales System, auch auf die globalen Ebene. Wenn wir mal schauen, welche Pflanzen die von wo her nach wo gebracht haben, dann ist es ziemlich eine Mission. Also was dieses Flow-Diagramm zeigt, sind die Flüsse von Arten, zum Beispiel aus gemessen Asien, die sich jetzt in Europa etabliert haben, in Afrika und so weiter. Und auch die Arten, die sich dann zum Beispiel in Asien etabliert haben. Und das haben wir gemacht mit einer Database, wo auch der Franz SO involviert ist, der heißt GLONAP, der Global Network Agricultura, wo es insgesamt weltweit 13.000 eingebürgerte Pflanzenarten gibt. Weil wir das Thema dort publiziert haben, bin ich angefragt worden vom Zeitschrift Wired, ein amerikanisches Zeitschrift. Wir wollten wissen, welche amerikanischen Pflanzen sind jetzt in verschiedenen anderen Teilen der Welt. Und ich habe mich um die Top 15 gebeten, das sind diese verschiedenen Arten. Und hier sehen Sie in diesem komischen Bild der Erde, wo diese Arten dann jetzt wild wachsen in anderen Kontinenten. Und wenn man diese Arten einfach mal googelt, das sind dann meistens Abbildungen von Samen, die man bestellen kann von dieser Art. Also das heißt, das sind meistens Arten, die aus Gartenpflanzen irgendwo eingeschleppt worden sind. Wie sind sie hierher gekommen? Es hat die Pflanzenjäger gegeben. Also eigentlich habe ich schon sehr früh angefangen, als die Ägypter, die haben schon Schiffen weggeschickt auf die Suche nach Bäumen, die irgendwelche Resins produzieren, die man dann benutzen könnte. Also das ist schon 3.500 Jahre her. Mit Columbus hat es natürlich ein bisschen angefangen, schneller zu gehen, zu beschleunigen. Und wenn man in dieser Zeit, Columbus hat natürlich für die spanische Königreich gearbeitet, die haben auch wirklich Vorschriften gehabt, wie sie Pflanzen transportieren sollen aus den neuen Gebieten und zurückbringen nach Europa. Also man musste nicht nur die Bäume, Sträucher und so weiter bringen, aber auch den Boden und alle Kräuter, die dazugehören. Es hat eine ganz andere Reihe, sehr spannende Geschichten, es hat viel Literatur darauf. Also diese William Gerke, der hat auch noch Piratenarbeit, aber auch ganz viele Pflanzen nach Europa gebracht. Es hat den John Bartram, das war ein Bauer in Pennsylvania, der ist in seiner Freizeit immer herausgegangen, hat Samen gesammelt und nach Großbritannien geschickt. Sir Joseph Banks, der hat Kew Gardens gegründet und ganz viele Pflanzen aus dem britischen Königreich, aus verschiedenen Kolonien, nach anderen Teilen des britischen Empire gebracht. David Douglas haben wir schon gesehen heute Morgen. Robert Fortune, der ist nach China geschickt worden, um die Teepflanze zu klauen, kann man sagen. Durfte eigentlich nicht nach China weggehen. Und dann ist noch Ernest Henry Wilson. Der hat anscheinend etwa 2000 Pflanzenarten aus
China, Japan nach Europa und Amerika gebracht. Und es waren wirklich große Abenteuer. Also wir wissen, wir waren geschickt worden, um diese Lilien zu sammeln. Wir haben lange suchen müssen, haben dann endlich irgendwo in den Bergen diese Pflanze gefunden. Ich habe dann ganz viele Zwiebeln davon gesammelt. Und dann auf dem Rückweg ist ein Unfall passiert. Ein großer Stein ist runtergefallen, hat das Bein gebrochen von Wilson und er musste weiter dann getragen werden. Und dann ist von der anderen Seite noch so eine Karawane von Maultieren gekommen und dann haben sie einfach den Wilson so auf die Straße gelegt und alle 50 Maultiere sind für ihn gelegt. Also es war wirklich ein Abenteuer und das heißt, wir haben wirklich sehr viel uns bemüht, um diese Pflanzen nach Europa und andere Teile der Welt zu bringen. Also ich habe schon gesagt, wir haben in unserer globalen Datenliste etwa 13.000 Arten. Im Vergleich zu den ganzen globalen Flora ist es eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz, nur etwa 4%. Trotzdem ein großes Nummer, 13.000. Aber wie viele davon wachsen jetzt auch in unseren Gärten? Wenn wir mal verglichen mit einer online Datenenzyklopädie, die hat insgesamt etwa 40.000 Arten. Und das sehen wir schon, dass etwa die Hälfte von den eingebürgerten Arten auch in diese Privatarten wächst. Andere Gärten sind natürlich die botanischen Gärten. Da gibt es insgesamt in den botanischen Gärten fast 160.000 Pflanzenarten. Und man sieht, die meisten Arten, die eingebürgert sind, werden auch in botanischen Gärten, gibt es auch in botanischen Gärten. Also das heißt, nicht unbedingt, dass all diese eingebürgerten Pflanzen aus den Garten gekommen sind, aber es würde schon darauf gehen, dass die Gartenpflanzen eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn man dann schaut, in wie viele Regionen der Welt sind die Arten dann jetzt eingebürgert. In Kolumbien gibt es etwa 800 Regionen, viele Länder, Provinzen, Inseln und so weiter. Wenn man nicht in einem Gartenpflanzen bekannt ist, hat man eigentlich nur ein kleines Gebiet, wo man eingebürgert ist. Und wenn man in die Privatgarten, die Vitalisgarten oder beide was, ist die Anzahl Regionen, wo man eingebürgert ist, schon viel höher. Also das heißt, die meisten eingebürgerten Pflanzen werden auch als Gartenpflanzen benutzt. Trotzdem hat es sehr viele Gartenpflanzen, die noch nicht eingebürgert sind. Wenn wir jetzt mal die ganzen Pflanzen anbieten in die Welt, wir haben die Arten, die im Wild wachsen, davon ist dann ein bestimmter Teil durch die Pflanzenjäger mal nach anderen Teilen gebracht worden, dann gibt es die verschiedenen Gartenbau, sagen wir, Großhändler und dann schlussendlich kommen sie mal dann in die botanischen Gärten, die öffentliche Grünräume und auch die Privatgärten. Und ein kleines Teil davon ist dann wieder eingebürgert und ist wieder ein Teil dieser wilden Arten wieder. Also das ist natürlich keine Zukunftsauswahl von Arten, die jetzt gesammelt worden ist. Es sind auch Arten, die bestimmte Eigenschaften haben. Und es ist schon vorher gefragt worden, wieso versuchen wir nicht zu bestimmen, was ist so speziell an diesen invasiven Arten, welche Eigenschaften haben wir und benutzen das, um einfach Voraussagen zu machen. Das Problem ist, dass hier so ein ziemlich starker Filter ist, wo auch schon ein Ausschlag stattfindet. Und zum Beispiel Eigenschaften, die auch mit invasiven Pflanzen assoziiert sind, wie schneller Wachstum oder dass man gut andere Ressourcen ausnutzen kann, wie Stickstoff, das sind auch Eigenschaften, die wir oft benutzen, um Pflanzen auszuwählen. Das ist jetzt nicht spezifisch hier für Gartenpflanzen, aber es ist ein Buch, das ich gefunden habe in der Bibliothek, über wie man exotische Plantagen von Bäumen am besten kultiviert. Und das sind jetzt hier sieben Eigenschaften und zwei davon sind auch, dass es sehr schnell wachsen muss und es muss sehr gut günstige Bedingungen ausnutzen können. Also das heißt, hier sind das nicht unbedingt die Eigenschaften, die eigentlich die Invasivität beschleunigen, aber es sind einfach Eigenschaften, die wir benutzt haben, um die Arten auszuwählen. Und das sind auch die Arten, die dann invasiv geworden sind. Also das heißt, wenn man jetzt die Eigenschaften der Arten
korrelieren möchte mit wie erfolgreich die Arten sind, das eingebürgerte Pflanzen, dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass bestimmte Arten öfter eingeschleppt worden sind oder schon mal früher. Es kann sein, dass es jetzt nicht einen direkten Zusammenhang gibt, aber nur einen indirekten Zusammenhang. Dass diese Eigenschaften benutzt worden sind, um zu bestimmen, welche Arten werden und wie häufig eingestellt worden. Und das ist, was wir eine Introduction Bias nennen. Und das hat man eigentlich fast nie berücksichtigt. Wir haben es jetzt mal gemacht, es gibt ein schönes Buch, Kaiser, Kronen, Bayonien, Rot, wo beschrieben wird, von etwa 400 bis 500 Gartenpflanzen in Deutschland, in welchem Jahr sie eingestellt worden sind. Wir haben dann Daten, wie viele botanische Gärten es denn gibt, also wie häufig sie gepflanzt werden. Wir haben ganz viele Eigenschaften der Pflanzen aus der European Garden Flora und wir wissen, also welche Database, welche dieser Arten in Deutschland jetzt eingebürgert sind. Dann haben wir hier verschiedene Artenmerkmale, also ist es eine einjährige Pflanze, eine Straub und so weiter. Ideen, auch Informationen, ob es ein heimisch ist in Europa, außerhalb Deutschland, wie groß das einheimische Areal ist, Informationen über die Einschleppungsgeschichte, also welches Jahr es eingeschleppt wurde, wie oft ist es gepflanzt, und das kann man daraus verknüpfen, wie das Einbürgerungserfolg. Und das heißt, man hat dort mögliche direkte Effekte von diesen Pflanzen, Eigenschaften und mögliche indirekte, also diese Introduction Bias, da die Eigenschaften einfach bevorzugt werden durch unsere Gärten. Jetzt gibt es ganz viele Diagramme, und es sind jetzt erstmal Diagramme, die das Unterschied zeigen zwischen die Pflanzen, die jetzt eingebürgert sind in Deutschland, das sind etwa 79 Arten, und denen, die das nicht geschafft haben. Hier sind die Eingebürgerte, hier die nicht eingebürgerte, und wir sehen jetzt, dass die eingebürgerte Arten die sind schon viel länger in Deutschland. Sie werden auch häufiger gepflanzt und sie haben einen größeren einheimischen Areal. Dazu kommt, dass wenn die Arten aus anderen Teilen von Europa kommen, haben sie auch eine größere Chance, sich zu etablieren. Wenn es Gehölze sind, es hat Kräuter und auch, wenn sie eine höhere Winterhardiness haben, dass die Frosttemperaturen gut überstehen können. Also, wenn wir sagen, okay, das sind Eigenschaften, die sind wichtig für die Etablierungserfolg. Wenn man jetzt aber einmal anschaut, wie die Eigenschaften zusammenhängen mit wie lange die Arten schon verpflanzt werden, dann sieht man, dass die europäischen Arten auch schon viel länger verpflanzt werden. Man sieht auch, dass die einen großen Eichenareal haben, auch schon viel früher verpflanzt worden sind. Auch für die Bäume, die verpflanzt wurden, also die Gehölze, werden auch viel besser verpflanzt und auch die Arten mit einer höheren Winterhardiness. Also man muss jetzt eine Methode herausfinden, um zu trennen, was sind jetzt die direkten Beziehungen zwischen den Eigenschaften und das Etablierungserfolg und was sind die indirekten. Und das ist eine statistische Methode, die heißt Pathanalyse, und hier sieht man dann, welche Beziehungen man noch übrig hat. Und dort sieht man, das hat zum Beispiel für die Status, ob eine Art jetzt einheimisch ist in Europa oder nicht, keine direkte Verknüpfung zu das Etablierungserfolg. Es ist nur indirekt, weil die Pflanzen, die heimisch sind in anderen Teilen von Europa, sind früher gepflanzt worden. Die früher gepflanzt worden sind, werden häufiger gepflanzt und die häufiger gepflanzt werden, haben eine höhere Etablierungserfolg. Es hat aber auch Sachen, die haben einen direkten Effekt, wie zum Beispiel die Winterhardiness, die hat einen direkt positiven Effekt auf den Etablierungserfolg, aber zusätzlich auch noch einen indirekten Effekt, dass sie auch häufiger gepflanzt wurden. Also möglichst eigentlich keine Synergisten. Die Pflanzen, die Arten, die winterhart sind, und das beschleunigt dann auch wieder das Etablierungserfolg. Also das heißt, wenn wir interessiert sind, zu finden, herauszufinden, das bestimmt wirklich das Einbürgerungserfolg von einer Art, müssen wir nicht nur die direkte Beziehung zwischen Eigenschaften und den Erfolg anschauen, auch die indirekten Effekte wegen diesem Introduction-Bereich. Ups. Die Bienen von Fußball? Ah, nein. Breaking News ist jetzt schon ein bisschen alt. Aber jetzt möchte ich dann noch über die globalen Änderungen reden. Also die exotische Pflanzen, wovon bestimmte dann in Besitz sind und auch Schaden verursachen,
incidental, die globalen Änderungen, aber schon natürlich viele andere Faktoren, die gleichzeitig eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel Zunahme an CO2, das ist ganz wichtig für die ganze Brasilie Sprache, für die Photosynthese. Das hat aber wieder zur Folge, dass auch die Temperaturen sich ändern. Das hat wieder zur Folge, dass sich auch die Niederschlagsmuster wieder ändern. Bestimmte Teile der Erde werden nasser, andere werden trockener. Und dazu gibt es dann auch noch, dass es sehr viel Stickstoff-Deposition gibt aus der Atmosphäre. Also wir haben eigentlich fast die ganze Welt gedüngt. Und habe ich schon vorher gesehen in einem der Vorträge, dass vor allem die Arten der Stickstofflide, dass die erfolgreich sind. Also die Frage ist jetzt mal, was bedeuten jetzt diese verschiedenen globalen Änderungen dann für die Beziehungen zwischen den exotischen invasiven Arten und den heimischen Arten? Und es hat schon ganz viele Studien gegeben, die haben schon mal dann eine heimische Art genommen und eine invasive Art und dann geschaut, wie reagieren die auf zum Beispiel eine Zunahme der Temperatur, eine Abnahme der Niederschlag oder eine Zunahme und so weiter. Und wir haben das jetzt alles mal zusammengeführt in einer statistischen Methode, die heißt Meta-Analyse. Und dort, jetzt hier ist mal die Effekte zum Beispiel für eine Abnahme der Niederschlag, weil jetzt für insgesamt 17 einheimische Arten hatten und 14 invasive Arten. Wir sehen jetzt hier eine negative Effektzeit, das heißt, die Biomasse für Pflanzen nimmt ab, wenn es trockener wird. Keine Überraschung. Wir sehen, dass es einen bisschen starkeren negativen Effekt hat auf die invasive Arten, aber es war nur sehr marginal signifikant. Eigentlich nicht signifikant. Wenn man dann mal eine Zunahme der Niederschlag hat, dann sehen wir, dass es keinen signifikanten Effekt gehabt. Es überschneidet sich hier aus mit 0, ein bisschen eine Zunahme. Wenn wir jetzt mal mit Temperaturschwindung hat, dann sehen wir, dass einen Einschlag hat es im Schnitt keinen Effekt. Für die invasive Arten hat es einen positiven Effekt. Und das war signifikant unterschiedlich von diesen Einheimischarten. Also die invasive Arten, die haben einen Vorteil an das Warmerlicht. Dann die CO2-Zunahme haben die Einheimischen und die Invasiven einen Vorteil, aber die Invasiven haben einen größeren Vorteil. Und dann für die Zunahme an Stickstoff. Wir sehen dann wieder, wenn man mehr Dünger gibt, wachsen sie natürlich besser, also auch wieder vor allem die Invasiven, die mehr vorgehen. Also insgesamt, von diesen Klimaänderungen sind es vor allem die Arten, die jetzt schon invasiv sind, die einen weiteren Vorteil haben werden. Das ist jetzt ein Vergleich von einheimischen und invasiven Arten. Aber wenn wir jetzt mal in unsere Gärten gehen, und das ist jetzt mein Augeninsel, der ist heute Morgen auch schon mal gezeigt worden. Da habe ich diese, die Döttings, nenne ich sie mal, aus exotischen Arten. Das sind jetzt alle Arten, die jetzt nicht invasiv sind in Deutschland. Aber wenn man jetzt mal hier einen kleinen Teil anschaut, das sind Agaratum-Arten aus Zentralamerika. Und aus meiner Zeit in Südafrika weiß ich, dass sie dort schon hoch invasiv ist. Also es ist eine Art, die Invasionspotenzial hat. Aber es hier ist einfach noch zu kalt. Also die Frage ist natürlich, wer ist da das Nächste dran? Und das ist auch das Akronym Who is Next von einem biodiversen Projekt mit verschiedenen Partnern, wo auch Franz beteiligt ist, wo wir versuchen, eine Voraussage zu machen, welche Artenpflanzen, die jetzt noch nicht invasiv sind, könnten möglicherweise invasiv werden. Und eine Studie, die wir machen, ist, wir haben mal die European Garden Forum digitalisiert, mit mehr als 23.000 Arten, die häufig in die europäischen Garten gepflanzt werden und wo es auch viele Eigenschaften gibt. Dann haben wir auch für eine andere Database, wir haben mal ein Inventar gemacht, von welchen Pflanzen es dort in verschiedenen Gartencentern angeboten werden, ganz Europa. Informationen über die Häuser werden die Pflanzen eigentlich verfolgt. Wir haben Informationen über in wie vielen Regionen der Welt sind diese Arten schon invasiv aus unserem Grundnacht-Database. Und dann haben wir noch Klima-Eignungsmodellierung gemacht, wo die Arten jetzt wieder vorkommen, mit verschiedenen Klimavariablen kann man das so auswerten.
Das haben wir dann auch nochmal zusammengeführt und dann geschaut, okay, was bestimmt jetzt, ob die Arten jetzt schon irgendwo in Europa schon eingebürgert sind. Und die wichtigsten Faktoren sind die Geeignetheit des Umgangs, den positiven Effekt, ob die Art schon alles schon in die Welt, außerhalb Europa, jetzt irgendwo eingebürgert ist, aber auch einen starken positiven Effekt. Wie häufig sie jetzt in die verschiedenen Gartenzentren in Europa verfügbar sind, hat einen starken Effekt. Es war noch unterschiedlich zwischen einhäusigen und zweihäusigen Arten, aber das ist nicht so wichtig. Und dann die Eigenschaften, das Einzige, was im Modell übrig blieb, war die Höhe der Pflanzen, aber der Effekt war eigentlich auch sehr minim, sehr klein. Also die wichtigsten Faktoren, um jetzt mal eine Voraussage zu machen, sind, ob die Art schon anderswo eingebürgert ist, wie häufig sie gepflanzt werden und ob das Klima geeignet ist. Da haben wir auch geschaut, weil viele von unseren Gartenpflanzen jetzt eher aus wärmeren Teilen der Welt kommen, können die sich dann auch wirklich etablieren, wenn man es ein bisschen wärmer macht. Und wir haben dazu ein Experiment gemacht im Botanischen Garten, wo wir mit Hilfe von Infrarotlampen die Temperatur draußen mit etwa 1,5 bis 2 Grad erhöht haben. Und wenn es ein bisschen Schnee gegeben hat, konnte man das schön sehen, wie der Schnee schmolzen. Und dann hatten wir noch Kontrolllampen, wo die Temperatur normal war. Und dort in diesem Box haben wir dann 38 Gartenpflanzen ausgesät, allen Arten, die jetzt noch nicht eingebürgert sind in Deutschland. Und das Vergleich haben wir dann auch gemacht mit 14 Einheimische und 12, die schon eingebürgert sind. Alle Knoten, also keine Verdrossen. Und dann haben die Emily über 2 Jahre lang gefolgt, ob die Arten sich dort etablieren könnten, überleben könnten und so weiter. Also hier sind dann die Ergebnisse, wo man hier sieht, die Keimen, ganz sind, ob sie das erste Jahr überlebt haben und ob sie das zweite Jahr überlebt haben. Und dann nehmen wir die geheizte Box und die ungeheizte Box, für die 3 verschiedenen Gruppen. Und man sieht erstmal, dass sie alle in die geheizte Box eigentlich schlechter gekeimt sind und auch schlechter überlebt sind. Es kann teilweise sein, das Experiment hat stattgefunden in 2015 und 2016, eigentlich die wärmsten Jahre je gemessen in Deutschland, also es war wirklich hier ein extremes Klima. Trotzdem haben wir jetzt mal die 3 Gruppen verbreitet, dann sieht man eigentlich, dass die einheimischen Pflanzen eigentlich schon am stärksten jetzt hier abgenommen haben, im Vergleich zu den 3 exotischen Gruppen. Auch hier, diese Abnahme ist stärker als die Abnahme für diese. Also, obwohl sie jetzt alle in diesem Experiment einen Nachteil hatten, heißen, ist das Nachteil am größten für die einheimischen Arten. Wir haben auch festgestellt, vermutlich ist nicht so sehr die Temperatur wichtig ist, aber eher die Verfügbarkeit an Wasser. Deshalb haben wir dann noch ein Experiment gemacht im Gewächshaus, wo wir dann 10 von diesen Gartenpflanzen genommen haben. Aber wir nehmen im Zentrum von einem Topf gepflanzt und dann umringt von 5 Pflanzen von einer Konkurrenzart. Die Konkurrenzart war dann entweder eine von 10 einheimischen Pflanzen oder eine von 10 schon eingebürgerte Pflanzen. Dann haben wir 4 Temperaturszenarien. Wir haben das im Gewächshaus gemacht im Winter und dann mit Heizung so gemacht, dass wir das Temperaturverlauf von Mai bis Juli in Konstanz simulieren, wie hier, tagsüber und die Nachttemperatur, und dann nehmen wir plus 2, plus 4 und plus 6 Grad. Dazu hatten wir dann noch eine Niederschlagsbehandlung, wo die Pflanzen genug Wasser bekommen haben oder nur die Hälfte. Und wir sehen, das interagiert schön mit der Wärme, ist das, wenn man normal gießt, sieht man, dass trotzdem dann in die sehr hohe Temperatur weniger Wasser verfügbar ist. Also, nach 2 Wochen sah es etwa so aus. Sehen wir in die wärmere Temperatur, waren die Pflanzen schon viel größer, also die Pflanzen natürlich besser, wenn es wärmer ist. Nach 9 Wochen waren die Pflanzen jetzt bei den warmen Temperaturen schon fertig und dann absterben und hatten die bei der normalen Temperatur erst angefangen zu blühen. Was wir dann gemessen haben, ist die Biomasse der Pflanzen und dann nehmen wir die Biomasse von der Gartenpflanze relativ zu der Biomasse der Konkurrenten in der breiten Topf. Das heißt, wenn es eine
niedrige Ratio gibt, dann hat der Gravitas relativ schlecht gemacht. Wenn es eine höhere Ratio gibt, dann hat der Gravitas besser gemacht als die Konkurrenten. Und wir sehen, dass wie wärmer es wird, wie besser die Gravitanzen ihre Performance haben im Vergleich zu den einheimischen und eingedrückten Konkurrenten. Auch wenn man weniger Wasser gibt, machen die Gravitanzen selbst relativ besser. Und was dann noch interessant war, war, dass die Gravitanzen es auch besser machen, wenn sie in Konkurrenz sind mit einheimischen Pflanzen, statt mit eingebürgerten Pflanzen. Also man muss sagen, eigentlich die eingebürgerten Pflanzen haben noch mehr Widerstand gegen neue exotische Pflanzen als die einheimischen Pflanzen. Trotzdem, glaube ich, das zeigt jetzt, dass die noch nicht etablierte Gartenpflanzen einen Vorteil haben werden unter Klimaänderung und möglicherweise sich dann auch etablieren können und intensiv werden. Wir haben jetzt auch noch versucht, diese Informationen in Praxis zu bringen, um einen Warentest zu machen für eine kleine Stadt in der Nähe von Konstanz, Radolfzell. Das sind 30.000 Einwohner, hat auch verschiedene öffentliche Grundflächen, die Sie sehen, natürlich auch Privatgärten. Und wir sind zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe in ein Projekt gegangen und sind in die Stadt gegangen, sozusagen, hat die eine Meierhaus gemacht. Es hat 50 öffentliche Flächen in die Stadt besucht, hat dort alle Pflanzen identifiziert. Sie ist dann auch, hat da Leute angeklingt und gefragt, ob ich mal einen Gartenbuch was dort war. Hat es für 61 Gärten gemacht und hat dann eine Liste zusammengestellt. Also insgesamt hat es auch die Liste von Gartenpflanzen etwa 300 Arten, die heimisch sind in Deutschland und fast 1000 Pflanzen, die exotisch sind. Da haben wir geschaut, wie viele davon sind schon dann eingebürgert in die Region von Radolfzell. Das sind 43, also 4,7%. Und dann zusätzlich sind noch etwa 114 Arten, die schon in anderen Teilen von Deutschland eingebürgert sind. Dann haben wir geschaut, okay, wie unterscheiden die sich? Dann haben wir auch mal Klimaeignungsmodelle laufen lassen. Hier sieht man die Klimaeignungsindex. Also hier ist das Klima sehr ungeeignet, hier ist das Klima sehr geeignet. Und dann noch, weil wir in der Studie herausgefunden haben, dass einer der besten Predictors ist, ob eine Art schon anderswo eingebürgert ist, auch die Anzahl Regionen in der Welt, wo sie eingebürgert sind, außerhalb Deutschland. Und man sieht, die Arten, die jetzt eingebürgert sind in Radolfzell, die sind jetzt hier alle in dieser pink-rosa Farbe, sind alle in diesem obersten Viertel. Dann die blauen, die schon anderswo eingebürgert sind in Deutschland, sind auch mehr an dieser Seite. Also es gibt eigentlich eine wirklich gute Trennung zwischen den Arten, die schon eingebürgert sind und die Arten, die noch nicht eingebürgert sind. Und das sind dann die Grenzwerte von einer Klimageeignetheit, Wahrscheinlichkeit von 0,75 und wenn sie in mehr als 13 Regionen in die Welt sind eingebürgert. Okay, das sind jetzt mal die Cut-offs, die wir benutzt haben. Was passiert dann, wenn das Klima sich ändert? Da haben wir mal von das IPCC verschiedene Szenarien angeschaut. Also das ist jetzt so eine Klimaänderung, die schon stattgefunden hat im letzten Jahrhundert. Hier sind die verschiedenen Prognosen, wenn wir uns schlecht benehmen, wie wir es jetzt machen, oder wenn wir uns vielleicht ein bisschen besser benehmen. Da haben wir gesagt, das machen wir dann mal für 2050 und 2070, für das meist negative Szenario. Und was passiert dann? Also die Arten bleiben, die beiden Positionen jetzt mal für wo sie eingebürgert sind, aber die Klimageeignetheit ändert sich. Also erstmal sehen wir, dass es vielleicht positiv ist, die Arten, die jetzt schon eingebürgert sind, die sind meistens nach links gegangen, das heißt, das Klima ist weniger geeignet sind für diese Arten. Es gibt aber auch Arten, die jetzt hier mit die gefüllten Kreisen, das sind Arten, wo die Klimageeignetheit zugenommen hat. Und ihr seht auch, einige davon sind jetzt in diesem Quadrat erschienen, diese graue Punkte hier, und in 2070 sehen wir das immer auch noch. Also, wir haben jetzt dann eine Warenliste gemacht, spezifisch für Radolfzell mit 39 Arten, die jetzt durch die Klimaänderung möglicherweise in diesem Quadrant angekommen sind. Und das sind
hier nog een paar Jezus beelden, Jezus contact van solisten. Die is met zijn Asterix-processie, dus in het achter deel anders worden die wel schon als intensief bezeichnet werden, wel ze die een heimische biodiversiteit nachteilig beeinflussen. Einige Arten davon sehen wir auch schon in der Region von Radolfzell-Konstanz jetzt im Wald, also die Paronias, wurde morgen auch schon angesprochen, also eine ganze Liste. Wenn Sie sich interessieren für diese Liste, es gibt eine Broschüre, die wir publiziert haben, zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe. Das Internet ist jetzt vielleicht ein bisschen lang. Also was Sie jetzt suchen, einfach für Heizepflaster, grüne Oasen, werden Sie es bestimmt finden. Okay. Jetzt, wenn ich auch etwas über Ecology and Evolution sagen möchte, noch ein paar Folien hier zu diesen Themen. Also ich habe diese Schema schon mal gezeigt. Die Arten werden aufgenommen, aus was dort wild wächst, eingestellt in die Gärten und einige werden dann vielleicht sich mal etablieren, aber es kann natürlich mehrmals passieren. Also das heißt, von einer Art kann man immer mal wieder neue Genotypen einsetzen. Und was passieren kann, wenn man neue Genotypen einsetzt, ist, dass die genetische Diversität erhöht und dass es auch die Wachstum und die Art zusammen die Pflanzen produzieren können, erhöht. Und das haben wir mal angeschaut, eine meiner lieblingsinvasive Pflanzen, die gelbe Kaukelblume, die jetzt hier in Deutschland nicht so invasiv ist, aber in Neuseeland, Schottland sehr invasiv ist. Die ist jetzt heimisch in die ganze Westküste von Nordamerika und die sind ganz schön schnell wachsen, schöne Blumen, was sich auch tonal vermehren und überschauen. Und was wir gemacht haben, wir haben Samen gesammelt in Populationen, das ist ein heimisches Areal, Nordamerika, 7 Populationen und dann 3 invasive Populationen aus Schottland und 4 invasive Populationen aus Neuseeland. Und dann haben wir eben auch gemacht, was simuliert, was passieren könnte, wenn noch mehr Genotypen aus Nordamerika nach Schottland gebracht worden oder nach Neuseeland, oder was ist ein paar neu aus Neuseeland nach Nordamerika zurückgebracht wird. Also wir haben Kreuzungen gemacht von Pflanzen, wo wir erstmal eine Selbstbestäubung gemacht haben. Wir haben dann gekreuzt mit anderen Pflanzen aus der gleichen Population und dann mit anderen Populationen aus dem gleichen Kontinent. Oder zwischen den verschiedenen Regionen, also zum Beispiel Neuseeland mit Nordamerika. Das war im Gewächshaus und dieses Video hat eigentlich wirklich einen Show, um zu zeigen, dass man schön mit Timelapse-Kameras zeigen kann, wie schnell Pflanzen wachsen, wenn man jeden Tag ein Bild macht. Sehen wir jetzt, dass diese Pflanzen innerhalb 4, 5, 6 Wochen schon sehr schöne Blüten produzieren. Man kann sich auch gut vorstellen, dass diese Art dann investiert werden kann. Wir haben diese Pflanzen dann geerntet und geschaut, wie viel klonale Ortpflanzen machen sie, das ist eigentlich die Biomasse, die Stolonen, die sie produziert haben, das ist Ausläufe, und auch wie viel Blüten sie produziert haben, das macht für sexuelle Ortpflanzen. Und jetzt sehen Sie hier dann die drei verschiedenen Kontinente, also hier in Weiß die heimische, hier dann in Grau die invasive, das kommt dann von Neuseeland, und dann hier die verschiedenen Kreuzungen. Und was man sieht, ist erstmal, wenn man eine Selbstbestäubung macht und vergleicht das mit einer Kreuzbestäubung innerhalb der gleichen Population, dann macht man die Selbstbestäubung das meiste schlechter. Also man einfach einschüttet. Was man auch in viele königliche Familien in Europa gesehen hat, was das ist. Und man kann sich natürlich dann vorstellen, dass wenn man dann mal eine Kreuzung macht, mit einem Pflanz aus einer anderen Region, dass dann die Fitness erhöht ist. Das heißt, Heterosis. Das sieht man hier auch, also diese Between-Range-Population hat eine viel höhere Ausläufer-Biomasse, als wenn man es innerhalb einer Population hat. Das sehen wir auch für viele der anderen, nicht immer signifikant, hier sehen wir es auch wieder schön, oder auch hier wieder. Das heißt, wenn man neue Genotypen einschleppt, könnte das die Fitness für Pflanzen erhöhen und deshalb auch die Invasivität. In einem Aspekt, das vielleicht jetzt noch interessant ist, also Neuseeland ist sehr strikt mit das Einschleppen von neuen Pflanzen, sehr starke Kontrolle, aber wenn eine Art schon invasiv ist, dann darf man schon wieder neue Genotypen einschleppen. Die zeigt man eigentlich, dass es dann noch schlimmer werden könnte. Ein anderes Aspekt, außerhalb dieser direkten Effekte für die Heterose, ist natürlich auch, dass genetische Vielfalt wichtig ist für die Evolution und für lokale Anpassung, dass sie dann nur noch
eine Folie, was so lokale Anpassungen hat auch Anna schon erwähnt. Was lokale Anpassungen gibt, dann erwartet man eigentlich, dass wenn man Pflanzen sammelt, dann zwei Standorte, A und B, und dann pflanzt die Pflanze von A und Standort A und Standort B und von B und Standort A und B, dass die Pflanze von A am besten wachsen in Standort A und die Pflanze von B am Standort B. Das heißt die lokale Anpassung. Und eigentlich würde man erwarten, dass für viele intensive Pflanzen es nicht genug genetische Vielfalt gegeben hat für lokale Anpassung. Was wir aber jetzt auch wieder mit einer Meta-Analyse herausgefunden haben, ist, dass es insgesamt lokale Anpassung gibt, wenn man alle Arten nimmt, wo es schon mal getestet worden ist. Es sind jetzt alle positive Zahlen hier, die Effektseite, und dass die Zahlen für invasive und einheimische Arten gleich los sind. Also die invasiven Pflanzen können sich auch sehr gut lokal anpassen. Also zusammengefasst, und hier vier Punkte, also die Gartenbau, die Garten sind sehr wichtig im Weg, wie viele exotische Pflanzen eingeschleppt worden sind. Eigenschaften sind wichtig, aber man muss wirklich berücksichtigen, dass es auch nur diese Introduction-Phase gibt. Wir haben nicht zufällig irgendwelche Arten eingeschleppt, das ist wirklich eine Auswahl von bestimmten Eigenschaften. Die invasive Arten, aber auch die noch nicht eingewirkte exotische Gartenpflanzen haben mehr Vorteil von Klimaänderung, mehr Wasser, mehr Nährstoffe als die einheimischen Pflanzen. Und ja, letzter Aspekt, wenn man eine Art mehrmals einschleppt und die genetische Vielfalt erhöht, will man auch die Intensivität erhöhen durch die Tetrosis und durch diese lokale Anpassung. Und dann nochmal als Ernstschutzbemerkung, das muss ergänzen, dass schon eigentlich eine mögliche Infektionszeitbombe. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt schlimm oder ist das nicht schlimm? Danke. Ja, das war in allen Höhen und Typen. Gibt es Fragen? Ja, ich warte. Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Also dieser Aspekt, dass die Eigenschaften von invasiven Arten auch bei den Kulturpflanzen zu finden sind, würde ich jetzt mal aus der Sicht der gärtnerischen Sicht sagen, ist wirklich zunehmend. Und das eine ist der Aspekt der Pflege, das haben wir noch gar nicht so erwähnt. Also im Endeffekt sind da in den 50er, 60er Jahren, wo man sehr viel mehr Pflege für die Gärten investiert hatte, auch viele heilige Arten, die viel Pflege brauchten, die vielleicht auch gar keine Chance hatten, in der freien Natur zu überleben gewesen. Und je mehr wir jetzt doch in der Pflanzenverwendung Richtung Pflegereduzierung gehen, versuchen wir natürlich die Konkurrenzstrategien zu nehmen, damit das Unkraut keine Chance hat. Also das ist wirklich ein Prozess, der sagt man in den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen hat. Und der zweite Aspekt ist vielleicht, dass man in der Pflanzenverwendung weg von diesem rein Gartenthema zu dem landschaftlichen kommt, dass man in Park und Garten sich immer so Landschaften wünscht, das was verloren gegangen ist, jetzt kurz vor Nachbau und sehr viele Gräser zum Beispiel nimmt und auch die sind ja sehr innovativ, also viele jedenfalls, nicht nur die Miscanthus Sacharinflorus auf ihrer Liste, auch ganz viele Miscanthus sinensis. Auch hier in Freising, gerade die frühblühenden Sorten fangen an, sich jetzt gerade massiv auszubreiten oder Marcella in den warmen Regionen oder auch Penicillium Setacium ist ja jetzt auch auf dieser neuen EU-Liste. Also ich glaube, die Gräserbetonung und diese landschaftlichen Ansätze, die natürlich durch diesen engen Zusammenhalt mit der Natur kommen, bringt das nochmal, verschärfen die Situation mal ein bisschen. So, jetzt ganz klar, oder? Vielen, vielen Dank nochmal. Tschüss, natürlich auch.